Erstmal schön hier Tippi-Stream natürlich aufmachen, Leute. Ne? Ihr wisst Bescheid, der Ehrenbruder benutzt Tippi-Stream, beste. Deine größte Donation waren 90 Euro. Das weißt du, wie der ausrasten wird? Alter, ja, stimmt. Der Rage Panda, der iCrame hat einfach mal 1000 Euro donated, Alter. Er sagt, der iCrame. Er sagt zwar immer noch nicht meinen Namen richtig, aber. Er hat so eine. Er hat so eine Money-Pistole. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Weil er meine Worte in Lines. Create a Code für den Ripe. iCrame OG. Ihr wisst Bescheid. 2000 Euro an Fortnite-Streamer spenden und damit, hey Leute, Crymax hier und heute werden wir nochmal gemeinsam richtig auf die Kacke hauen. Seht das Ganze einfach als Finale von dieser Serie an. Mit dabei ist natürlich wieder Schmocki. Oh yeah, das ist richtig geil, Digga, ich bin so geil. Ich bin auch 2000. Übertrieben geil, Bruder. Heute werden wir das Ganze ein bisschen anders aufbauen. Und zwar in diesem Video, meine Freunde, haben wir erstmal einen sehr kleinen Streamer rausgesucht. Dann haben wir noch einen Real-Life-Streamer rausgesucht. Und dann haben wir noch einen Streamer rausgesucht, der uns viele Kills bescheren wird. Das heißt also, heute wird alles dabei sein. Wir werden insgesamt 2000 Euro blanko raushauen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dem Video jetzt noch ein Like da lassen würdet. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr solche Aktionen unterstützen wollt, dann verwendet doch auf jeden Fall bitte den Creator-Code iCrameXOG jetzt im Shop. Außerdem, meine Freunde, wird dieses Video unterstützt durch Tippi-Stream. Tippi-Stream ist ein Spendentool für Streamer, welches ich auch übrigens schon immer auch selbst benutze. Tippi-Stream ist übrigens auch günstiger als alle anderen Anbieter in Europa. Ich feiere bei Tippi-Stream einfach, dass man extrem viele Funktionen hat und dass es extrem einfach einzustellen ist. Ihr könnt zum Beispiel richtig einfach Spendenbenachrichtigungen im Stream aktivieren, neue Subscriber-Benachrichtigungen machen und euch auch die Top-Spenden, den Spendenzähler und vieles weitere einstellen. Ich finde das auch ziemlich cool, dass man da auch so ein Spendenziel machen kann, wie zum Beispiel damals bei meinem 24-Stunden-Stream. All diese Dinge habe ich damals auch mit Tippi-Stream gemacht. Ich feiere es persönlich auch extrem, dass bei Tippi-Stream wirklich auch deutsche Ansprechpartner arbeiten. Außerdem gibt es bei Tippi-Stream keine versteckten Kosten und für Banküberweisungen gibt es sogar gar keine Gebühren. Was meiner Meinung nach auch extrem wichtig ist bei einer Spendenseite, dass eure Zuschauer möglichst viel Auswahl bei der Bezahlmöglichkeit haben. Bei Tippi-Stream kann man das Ganze natürlich ganz easy über PayPal machen, mit PaySafe-Cards, mit Giropay, Kreditkarte und mit Sofortüberweisung. Mit dem Alert Creator Tool könnt ihr direkt bei Tippi-Stream selbst eure komplette Donation-Seite einstellen. So kann jeder Streamer da draußen sein individuelles Design direkt festlegen und egal ob es Spenden, Subscriptions oder Follower sind, ihr könnt alles individuell gestalten. Ich als YouTuber und Streamer kann Tippi-Stream auf jeden Fall jedem da draußen ans Herz legen, der selbst streamt. Da ich einfach selbst schon seit Jahren Tippi-Stream benutze, gibt es für mich einfach keine Alternative. Aber in diesem Sinne, meine Freunde, würde ich sagen, jetzt lehnt euch zurück und viel Spaß mit dem Video. Okay, meine Freunde, ich würde sagen, wir starten jetzt ins Video und ihr wisst, meine Freunde, wir sind Gentlemen, deswegen Ladies first, die erste Streamerin heute, wie gesagt, in dem Punkt Real Life, in der Kategorie Real Life, ist Kunchi Kitty. Ja. An der Stelle noch kleiner Funfact, gerade eben stand hier noch im Live-Chat, iCrimex hat sein Autoführerschein irgendwas verloren und sie meint einfach nur, wer ist iCrimex? So, jetzt wird sie auf jeden Fall erstmal herausfinden, wer iCrimex ist, Leute. Und zwar dachte ich mir hier bei der lieben Kunchi Kitty oder Kunchi, sag mal, Kunchi Kitty, ich weiß gar nicht. Kunchi Kitty, glaube ich. Kunchi Kitty. Sie hat hier nämlich so ein Trinkgeld-Goal von 150 Euro und das ist gerade mal bei 1,97 Euro voll. Ich würde sagen, wir machen mal voll, oder Leute? Oh, Digga, mach mal voll, bitte. Ja, warte, aber wir hören erstmal kurz rein, wie sie so drauf ist. Das ist ein riesen Kackhaufen. Sie sagt, ihre Haare sehen aus wie ein dicker Kackhaufen, finde ich jetzt nicht. Okay. Aber ja, sie scheint glücklich zu sein. Ja. Jetzt wird sie noch glücklicher. Schau mal, wie glücklich sie jetzt gleich wird. Okay, meine Freunde, wir sind jetzt hier mal auf der Donation-Seite. 50 Euro. Was würdest du sagen, wenn dein Tagesziel voll wäre? Okay, warte, Donation müsste reinkommen jetzt. Oh. Vielen Dank für die mega Dono von iCrimex OG. Du hast 50 Euro rausgehauen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Leute, schreibt mal einen Top-Champ in den Chat für iCrimex OGG. Wer kein Top-Champ in den Chat schreibt, stinkt nach faulen Eiern und nach meiner Mumu, nachdem ich sie 3 Tage nicht gesehen habe. Das hat sie nicht gesagt, Bruder. Das hat sie gar nicht gesagt. Wenn dein Tagesziel voll wäre, würde ich mich 10-mal im Kreis drehen und yippie-yay, ihr Schweinebacken schreien. Gut, zack, 100 Euro. Let's go, Leute. Donation wird rausgeschickt. Okay, Leute, Donation ist raus. Oh. Oh nein, what? Danke. iCrimex hat einfach das Goal voll gemacht. Holy shit. Leute, PogChamp in den Chat. PogChamp in den Chat für iCrimex OGG. Vielen, vielen, vielen Dank. Du hast einfach nochmal 100 Euro rausgehauen. What? Vielen Dank, Mann. Okay. Kein Problem. Ich stell mich 10-mal im Kreis. Oh mein Gott. Was sag ich dann? Yippie-yay, Schweinebacke. Yippie-yay, Schweinebacke. Wie oft muss ich mich nachdrehen? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9. Okay. Ja, perfekt. Die letzte Drehung
Sie ist aber geil. Witzig, sie ist witzig. Ja, du. Auf jeden Fall. Bruder, brauchst du einen Arzt? Alles gut? Ja, okay, sie steht wieder auf. Ja, aber perfekt fürs Video, würde ich mal behaupten. Ja, schöne Challenge gemacht direkt. Erstmal einen Schluck Pisswasser. Jetzt trinkt sie wieder Pisswasser. Ja, okay. Gut, das wird dann wieder komplett Zeit zu gehen jetzt. Okay, meine Freunde, dann jetzt kommen wir zu dem nächsten Streamer und das ist schon echt fast ein bisschen Herzenssache, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar ist das der liebe Ify, könnt ihr jetzt hier gerade im Hintergrund sehen. Er hat aktuell 16 Zuschauer. Der wurde mir hier auch gerade auf meinem Teamspeak empfohlen, weil die Sache ist bei ihm, er streamt und er ist Bauarbeiter, ja. Also er ist hauptberuflich Bauarbeiter, deswegen sieht man hier auch im Hintergrund diese Baustellenschilder und er spielt auch in Fortnite immer so ein Bauarbeiter-Skin. Auf jeden Fall, warum das Ganze Herzenssache ist, weil einfach Bauarbeiter, Leute, das ist so ein Knochenjob, das ist so ein harter Job, der eigentlich viel zu wenig bezahlt wird und deswegen dachte ich mir, hauen wir hier mal einfach direkt wirklich einen Taui raus, Leute. Oh mein Gott. Auf Ehrensache, let's go. Let's go, Bruder, scheißegal, komm. Oh, ich bin übel gespannt. Einfach so? Einfach so, Bruder. Wir schauen erstmal kurz in den Livestream rein, ja, damit ihr schaut ihn auch erstmal. Er hat gerade eine krasse Runde, Digga, der ist gar nicht so schlecht. Er spielt gut, ja. So 9 Kills und editiert auch ziemlich schnell. Bruder, diese Bauarbeiter-Skills sind das, Alter. Digga, er ist ein echt Bauarbeiter. Diese anderen Bauarbeiter-Skills, ja, Bruder. Mann. Soll ich mal erstmal so eine kleine Ankündigungs-Donation raushauen? Boah, ich weiß nicht, wenn du ihn so richtig überraschst, ist, glaube ich, noch krasser. Weil das wird er niemals... Einfach so, okay, komm, wir machen out of nowhere direkt 1000. Ja. Ohne Ankündigung, direkt 1000 in your face, Leute. So, Leute, hier, wir geben es jetzt ein. 1000 Euro direkt, blanco. iCrimex, Benutzername, Spendennachricht. Ich schreibe einfach, kommt von Herzen. Deine größte Donation waren 90 Euro. Das weißt du, wie der ausrasten wird? Alter, ja, stimmt. Ich schreibe einfach... Kommt von Herzen. Digga, es hat gerade einer geschrieben im Chat, für 1k mach ich's. Ja, ich habe auch einen, aber der kann erst Montag. Ich würde das gerne vor Montag. Was für 1k mach ich's, was? Wir reden gerade über irgendwas von 1k. So, ja, für 1k mach ich dir das. Ach! Ja, 1k, Leute. Er redet gerade über 1k. Ja, hier so ein Trank drin, ne? Als ob er das wüsste. Das gewusst, hätte ich mein Chickidi-Chuggi. Das ist, Bruder, das Schicksal, ja. Das heißt, der hat das verdient, Leute. Wenn das Schicksal das sagt, dann deswegen ist bin ich das ja broke jetzt. Ich habe kein Geld mehr. Er schreibt, er sagt, er hat kein Geld mehr. Meine Mami muss mir schon am Wochenende Geld leihen jetzt, damit ich... Das wird jetzt ja perfekt, eine Herzensangelegenheit. Auf alles. Mami, auch Geld. Auf alles. Sagt die, warum? Oh mein Gott, was ist das für ein Zufall? Bruder, guck mal, ganz ehrlich, ja. Boah, er ist echt gut. Ganz ehrlich, meine Meinung ist, nennt es Schicksal, nennt es Gott, whatever so, aber weißt du, das passt gerade einfach. Es passt gerade perfekt. Ich bin da, was sowas angeht, sehr abergläubig, so, was das angeht. Deswegen, okay, wir lassen ihn das jetzt mal noch runterspielen. Lass es mal jetzt gewinnen, Digga. Und dann so auf den Win die 1000 Euro. Einfach direkt oben drauf, Leute. Direkt. Ja, Mann. Digga. Oh, okay. Da ist er, da ist er. Ja, Mann. Da ist er. Oh, Digga, komm. So ein Ding ist das, so ein Ding ist das. Komm, hol dir erstmal den Wind, Bruder. Oh, schön gespielt. Hä? Er verarscht ihn. Er verarscht ihn. Nein. Oh mein Gott. Okay, er holt sich erstmal den Wind und jetzt, oh Leute, jetzt wird auf Kacke gehauen. Direkt zu PayPal, direkt. Bezahl das jetzt, komm, PayPal. Wahrscheinlich nur zum Ende. PayPal, 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 jetzt. Digga, es kommt. Es kommt. Junge, was? Als ob. Kommt von Herzen. Lol, was, Digga? Als ob das real ist, Junge. Icemax OG, Digga. Icemax, was für Icemax? Laber nicht. Icemax! Was ist jetzt los, Leute? Was ist jetzt los? iCrime Max? Er kommt gar nicht drauf klar, Bruder. Digga, er glaubt es gerade nicht. Was? Ja, ja, klar. Leute, ist das fake? Oder wie soll das fake sein? Da sind 1000 Euro gerade reingeflattert. Digga, er glaubt es nicht. Er glaubt es nicht, ne? Nee. iCrime, Digga, was ist los, Digga? Jetzt mal ehrlich. iCrime, Icemax. Oder wie oft willst du meinen Namen noch falsch aussprechen? Ja. Icemax war das Beste. Icemax, Leute, wer kennt's nicht? Leute, aber sag das mal halt was dazu, lass dich hier nicht so im Stich. Geh mal kurz, was schreibt der Live-Chat? Schauen wir mal Live-Chat. 1000 Euro. Gut, Live-Chat ist nicht so vorhanden. iCrime, da laber doch nicht, Digga. Digga, Alter, warum? Was? Oh mein Gott. Ja, 1000 also, Euro, da muss ich so lange verarbeiten, oh mein Gott. Er freut sich gerade so unglaublich, Digga. Ja. Warum? Wie kommst du auf meinen Channel und... Junge, Junge, Zitterungsmodus ist aktiviert, Digga. Ist das nicht dein Ernst, Alter? Geil. Vielen Dank, Leute. Oh mein Gott. Gerne, Bruder, gerne. Junge. Guck mal, das kann ich mir endlich ein Bett kaufen. Das ist echte Freude, das ist echte Freude, ja. Ja, Mann. Der Rage Panda, der iCrame hat einfach mal 1000 Euro donated, Alter. Er sagt, der iCrame. Er sagt zwar immer noch nicht meinen Namen, richtig, aber... iCrame. Wenn das real ist, dann ohne Scheiß. Vielen Dank. Ey, warte, schau, was ich schreibe. Auf jeden Fall, sei dir gegönnt, Bruder. Hol dir dein Bett, hol dir deine Sachen. Ich hab seit 2 Jahren kein Bett, ich brauche neue Reifen. Seit 2 Jahren kein Bett. Ich fahre seit 2 Jahren mit Winterreifen rum.
und ich habe auch kein Profil mehr und alles ist schrecklich. Das ist gefährlich, Bruder. Hol dir auf jeden Fall neue Reifen. Also gönn dir wirklich ein Bett, gönn dir einen neuen Satz Reifen, Bruder. Auf alles. Endlich mal ein Bett. Ich könnte euch gerne mal ein Foto machen, aber ich schlafe nur auf einer Matratze seit 2 Jahren. So, Digga. Ich bin ein bisschen zu faul, mir ein Bett zu bauen. Das tut mir richtig leid, gerade zu hören. Auf jeden Fall, nochmal, ich kann mich schon wiederholen, sei ihm vom Herzen gegönnt. Wir werden jetzt hier an der Stelle weitermachen mit dem nächsten Stream. Okay, aber wir machen jetzt weiter mit der dritten Person. Und zwar hatten wir uns ja noch als Challenge gesetzt heute. Wir wollen noch eine Person, die möglichst viele Kills macht. Da haben wir uns den lieben Hori-Chan. Ich meine, es könnte auch sein, dass er mit Namen Chan heißt. Und dann wäre das so eine Familie. Ja, eben. Aber egal. Bruder, du bist jetzt Hori-Chan für das Video, ja? Auf jeden Fall, er ist ein ziemlich guter Spieler. Wurde mir hier auf Teamspeak schon erzählt, Leute. Ich kenne ihn auch so ein bisschen. Ja, doch, ich glaube, ich habe auch mal TS mit ihm mal geredet. Oder auch über Revi und so. Und aber er ist auch, ich sag mal, noch relativ klein. Er hat jetzt 117 Zuschauer gerade und ich würde sagen, wir machen ihm jetzt mal eine Freude. Ich würde sagen, wir geben ihm jetzt 50 Euro pro Kill. Erstmal schön hier Tippi-Stream natürlich aufmachen, Leute. Na, ihr wisst Bescheid, der Ehrenbruder benutzt Tippi-Stream, beste Donation-Seite. Wir hauen jetzt hier erstmal Fuffi raus. Also mir gefällt Tippi-Stream wirklich am besten von diesem Donation-Fenster. Funktioniert auch am schnellsten. Also jetzt mal no joke. Ab jetzt jeder Kill 50 Euro. Solo und Solo Musik aus. Und aber er hat keine Musik an, oder? Dann ist egal. Keine Musik. Ab jetzt jeder Kill 50 Euro in Klammer Solo-Modus. Geld ist raus, meine Freunde. Oh, da kommt die Donation. Alter Schwede, willst du ein Lapdance oder was? Als wenn das jetzt. Was? Als wenn das jetzt real ist. Was geht ab, Max? Ist das real? Ich hab die. Digga, iCrimex haut mir gerade 50 Euro raus und sagt ab jetzt jeder Kill 50 Euro oder was war das? Digga, was? Geil. Max, ist das real jetzt, Digga? Normal ist das real, Bruder. Auf gar keinen Fall. Bruder, spar mal dir das Geld lieber. Du musst deinen AMG rausholen. Bruder, er schießt direkt gegen mich. Oh, Mann. Ich glaube, das ist eh fett, Mann. Ich schieße low und du killst. Geile Reaktion. Ne, ich muss eine neue Runde gehen. Dann wird erstmal gegen mein Auto geschossen. Das ist, glaube ich, fake as fuck, oder nicht? Komm. Geschenkt. Geschenkt, Bruder. Aufregung ist real. Er holt sogar noch eine Waffe. Okay. Ah, das ist er ist so aufgeregt. Ach, Bruder. Er hat ihn mit der erste Fuffi. Leute, ich bin so am Fettfingern da hinten. Jetzt in die Falle laufen. Er ist echt anders am Fettfingern. Ja. Ich würde sagen, wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr auf Kakao und dass er noch mehr aufgeregt ist. Wir hauen jetzt direkt raus, Leute. Jetzt direkt erst zur Nation. Erster. Er haut ihn direkt raus. Direkt. Oh, keine Mets. Oh, no. Ah. Oh! Oh! Das war knapp. Das war echt scheiße knapp. Nice. Alter, schön in der Luft zersiegt, Leute. Schwede. Zweiter Kill, let's go. Da hauen wir direkt wieder raus. Komm hier. Oder ist die zweite nicht? Alter Schwede, willst du einen Lapdance oder was? Oh mein Gott, Mann, was ist das denn? Hau mit Pump, hau mit Pump! Nein! Nichts zu bauen. Egal, wir haben 2 Kills gemacht. Ein Honi. Ja, Mann, vielen lieben Dank dir, Digga. Ich war zu doll am Struggeln. Ohne Scheiß. Vielen lieben Dank dir aber auf jeden Fall. Schade, Bruder. Ehrenmann-Aktion. Lass mal ganz viel Liebe da. Okay, meine Freunde, er hat zwar jetzt leider nicht so gut gespielt, aber keine Ahnung, ich mag den Jungen. Deswegen, ich würde sagen, wir wollen ja hier unser Geld heute loswerden. Hauen wir ihm einfach nochmal 500 Euro raus. Der Junge hat Urlaub gemacht, der hat ein bisschen Miese gemacht, ein bisschen Brand. Hauen wir ihm mal noch 500 Euro raus und dann, Hori, wenn wir uns 10 Pfeife auf deinen Nacken, ja. Aber sogar diese mit so Premium-Kopf und so. Guck mal, wie er sich jetzt freuen wird. Er rechnet jetzt wahrscheinlich. Er denkt jetzt, wir sind weg, weißt du? Er denkt jetzt, okay, Leute, komm, let's go. Zahlung geht raus. Wenn PayPal schneller lädt. Gönn ihm das jetzt auch ultra. Ja, klar. Heute klar. War so eine richtige Gönnungsfolge. Heute war die unnormalste Gönnungsfolge. Der Junge war ein bisschen eingerostet. Glaub mir, normalerweise spielt der wirklich besser, Leute. Also, Nations ist noch normal. Oh, shit. Alter Schwede, willst du ein Lapdance? Digga, was? iCrimex haut 500 Euro raus, Digga. Niemals. Digga, doch, Jungs, wollt ihr mich verarschen? Ja. Oh mein Gott. Ja, ordentlich gegönnt. Ey, das ist jeden Abend Gamescom eine Pfeife. Alter. Jeden Abend Gamescom sagt er. Bruder, ich merk mir das. Ich merk mir das. Digga, holy shit, 500 Euro. Was? Er hat so eine. Er hat so eine Money-Pistole. Was geht ab? Gar nicht, dass das so viel Dreck macht. Hier liegen überall Dollars. Niemals. Ey, vielen lieben Dank. Einfach speechless gerade. Speechless. Ey, Jungs, vielen lieben Dank. iCrimex, danke. Gerne. Ich mach dir noch so. Warte kurz, geh nicht trinken. Alles klar. So, also auf jeden Fall auch an Hori, seid ihr gegönnt, Bruder. In diesem Sinne würde ich sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Auf jeden Fall auch vielen Dank an Tippi für die geile Kooperation, Leute. Mir macht das ja einfach unglaublich Spaß, einfach Leuten etwas zu schenken, Leuten eine Freude zu machen.
Und ich denke mal wirklich, das ist ein cooles Video nochmal als Abschluss, als Finale von dieser Serie geworden. Leute, 2000 Euro rausgehauen. Wir haben wirklich an eine Real-Life-YouTuberin, haben wir ihr tägliches Ziel voll gemacht. Hier an Hori haben wir ein bisschen Urlaubsbrand ausgeglichen. Und natürlich hier an den iFi, oder iFi? iFi. Auf jeden Fall haben wir, denke ich mal, auch nochmal wirklich eine richtig gute Tat getan. Haben wirklich nochmal fast Monatsgehalt an rausgehauen. Wirklich, das war echt so eine Herzensangelegenheit von mir, weil ich habe sehr Respekt vor dem Job, den er macht. Und er hat ein neues Bett gebraucht, er hat Reifen gebraucht, Leute. Also auf jeden Fall würde ich mal sagen, Ehrensache. iCrimex Army, ihr wisst Bescheid. Vielen Dank für euren kompletten Support zurzeit. Wirklich auch mit dem Autovideo neulich. Ihr habt alles zersägt. Ich nehme das nicht als selbstverständlich. Vielen Dank für alles. iCrimex Army, ihr wisst Bescheid. Dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer iCrimex.